Im Jugend- und Begegnungszentrum B28 an der Belmsdorfer Straße in Bischofswerda wurde am Wochenende gefeiert. Gründe waren die Fertigstellung der Baumaßnahmen sowie das 30-jährige Jubiläum des Trägervereins Regenbogen. Der war 1993 aus einer Initiative des Goethe-Gymnasiums heraus gegründet worden. 2017 übernahm der Verein das damalige Jugendhaus Freizone von der Stadt Bischofswerda. Es wurde seit 2021 zum offenen Treff umgebaut. Die Lausitzwelle berichtet demnächst ausführlich über das Jugend- und Begegnungszentrum.